Die Puppen haben sich verändert? Aber hat er die Puppen kontrolliert? Haben wir jetzt gerade den König besiegt? Derjenige, der die Puppen kontrolliert hat? Warte, lass mich kurz gucken, was ich bekommen habe. Boah, bester Boss bisher, meiner Meinung nach. Coolster. Erste Phase, der große König-Boss. Cooles Design. Guter Boss, gutes Environment. Der zweite Gegner, da hast du so richtig gedacht, oha, jetzt geht's aber los. Was habe ich denn jetzt gekriegt? Kostüm. Ja. Das hier, ne? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee, das ist nicht so meins. Ich kann einfach hier nichts anziehen. Sieht alles so, weiß ich nicht. Ist halt überhaupt nicht meins. Mal bitte ab. Aber haben wir nicht hier noch irgendwas bekommen? Haben wir hier nicht? Irgendwas haben wir noch bekommen. Der dritte. Da muss ich mir später angucken, wenn ich es jetzt nicht finde. Wahrscheinlich war das ein benutzbarer... Ach, das war wahrscheinlich die Seele hier unten. Warte. Hier, das hier. Ergo eines... Nee, das war das... Weiß ich jetzt nicht. 10.000. 10.000. Sonst gucke ich mir später nochmal an, was wir alles so bekommen haben. Also drei Sachen waren das irgendwie. Lass uns erstmal jetzt weiter. Hier ist direkt ein Stargazer. Okay. Mhm. Überhitzung. Warum sollte ich hinter dir... Ach, da hinten geht's weiter. Okay. Zurück kurz. Ja, ne? Ganz kurz zu Hotel Krat. Nur mal eben... Quarz haben wir auch bekommen, ne? Ja, okay. Quarz geben wir auch nochmal eben aus. Nur mal eben einen Quarz ausgeben und unser restliches Ergo. Für einmal Gewicht. Und ich weiß nicht, HP. Ich weiß nicht, ob ich auf HP oder nochmal Angriff gehen soll. Oh, warte mal. Ich wusste, dass es so weit kommen würde. Die Versteinerungskrankheit ist wie ein Käfig. Sind wir alle in Sicherheit? Ja. Ich war noch nicht fertig mit ihnen. Ich brauche Energie. Max Ladung. Und, machen wir dann noch... Ah, machen wir noch ein bisschen HP, ne? HP ist ja immer schön. So, eben Quarz 1 ausgeben. Dann bin ich mal gespannt, was hinter der Bühne jetzt passiert. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Phase, ne? Wenn ich jetzt der letzte Quarz ausgebe. Oder? Nee. Brauchen noch... Nee, warte mal, wir brauchen noch zwei, oder? Ne, eins, echt? Ach, ich habe gar keins gekriegt. Ach. Ach so. Ich dachte, ja gut. Ich dachte jetzt, ja, was geht, dann krieg ich doch Quarz, aber. Nö. Hui. Nee, kein Quarz. Oh, hoppala, war schon so. War schon so vorher. Stargazer teleportieren. Und werden wir uns teleportieren? Muss ich mal eben. Oh, die Sonne hier, die blendet. Muss ich mal hier den. So. Ich mal eben die Sonnenblende runterziehen. Ah, ist schon besser. Gut, dass das gerade nicht schon im Bosskampf war. Siehst ja gar nichts. So, jetzt sehe ich auch wieder was. Schöner Boss. Schöner Boss. Schön, schön. So, wer sind Sie? Kenne ich Sie? Ach, Geppetto. Ja, warte mal eben. Oh. I'm glad. Danke. I was so scared I would lose my precious son. Ja, Daddy. Ich weiß. It's risky for me just being out here. I'm so proud that I got to see my son defeat the king. Now that the king is dead, the puppets have no leader, no direction. It's tough, but I know where you should go now. As a man of invention, I'm skeptical of the alchemists, both their science. Won't you help me, son? If it will help Antonia and the others, it's worth exploring. Zur Ausstellung, okay. Die maximale Anzahl an Pulszellen wurde erhöht. Ey, danke. Daddy. Dankeschön. Unlike a real king, the puppet left no heir. The remaining puppets are leader, but it's still a city beset with the petrification disease. Oh, cool. Okay, das mit den Puppen haben wir jetzt soweit erledigt. Ich denke mal immer noch, dass die angreifen. Aber weil sie jetzt führerlos sind. Das heißt, sie greifen vielleicht jetzt immer noch an. Ich denke mal schon. Aber sie sind nicht mehr unter den Kommando von dem König.
Interesting, interesting. Das heißt, die Leute können jetzt auch zurückschlagen, weil die sind wahrscheinlich dadurch jetzt schwächer. Oder vielleicht greifen die doch gar nicht mehr an. Aber die Versteinerungskrankheit ist immer noch am Start. Und da müssen wir jetzt gucken nach dem Heilmittel. Oh, interessant. Interessant. So, da ist jetzt zum Beispiel eine Puppe. Ja, die sind immer noch... Greifen die auch noch an? Doch, okay. Die greifen auch noch an. Buntes Ergo-Fragment. Von den Ergo-Fragmenten haben wir wahrscheinlich jetzt auch schon so viele wieder. Schaffen wir das? Ach, die ist von vorne. Oh. Was ist das denn für einer? Wer hat dich denn so gebaut? Alles gut hier? Ach du... Warum wollt ihr denn immer kämpfen, hä? Wir können doch auch mal reden miteinander. Aber wäre ja langweilig, ne? Auch wieder wahr. Jiminis Notfallschutz. Ach, schön, dass wir den Würfel eingesetzt haben, ne? Das können wir uns auch nochmal holen wieder. Ja, dafür... Ach ja, dafür brauchen wir die, goldenen Münzen. Stimmt. Ja, weiß ich nicht. Greift mich halt immer noch an, also, ja. Guck, die greift mich doch dann auch wieder an, ne? Wäre ja auch langweilig, wenn die eigentlich mehr angreifen würden, ne? Hä? Oh! Ich wollte doch nur gucken. Okay, keine Gnade bei denen. Die greifen halt sofort wieder an. Aber Jiminy sagt, die sind jetzt, ja, so desinteressiert und, ja. Oder vielleicht trauen sie um sie. Ja, dann sollen sie sich ein Hobby suchen. Oder nicht. Meine so, ja, wir, unser Arbeitsgeber ist fort. Wir können die Arbeit nicht mehr von ihm nachgehen. Er hat uns doch immer gesagt, was wir machen sollen. Such dir ein Hobby. Ganz einfach. Okay, ist nicht immer so einfach, aber du wirst schon was finden, Puppen. Du wirst schon was finden. Das sind ja mehrere. Weiß ich nicht. Macht ein Musical oder so. Macht ein Theater. Ihr habt doch hier überall Theater und so. Macht da ein Musical. Oder worauf könnten Puppen noch stehen? Weiß ich nicht. Aber hier im Regen rumzusitzen und jeden anzugreifen, der nur zu nahe kommt, das ist nicht die Lösung. Ich meine, es macht für mich Spaß, weil ich so ein fettes Schwert habe, aber das ist nicht die Lösung. Aber wir haben ja jetzt gerade nächstes Ziel, nicht mehr um die Puppen uns kümmern, sondern, das haben wir ja jetzt geschafft eigentlich, sondern wir müssen uns jetzt um die Versteinerungskrankheit kümmern. Er hat gar keinen Kopf mehr. Da wäre ich auch vielleicht ein bisschen deprimiert. Und sehr aggressiv. Sag mal, geht's noch? Na, als ob ich jetzt nicht getroffen habe. Meine Defense hier gleich durchbrochen. Ja, ist ja gut. Jetzt reicht's mir. Elektroblitzschleifen. Oh, so viel hast du gegeben. Aber dann war es mir das. Der Struggle war es mir dann wert. Gehen wir erst hier hoch, ne? Gehen wir erst hier hoch. Gucken. Hier ist doch sicher irgendwo Loot. Ich glaube, das funktioniert besser, wenn ich die vorher anvisiere, oder? Und dann hingehe und dann... Ja. Oh, hallo. Immer hier mit dem Staubwedel, ne? Immer auf die Arme. Ja, okay, sie ist die, die mit dem Staubwedel und ich bin der mit dem heftigen Großschwert. Hui.
Aber trotzdem. Nur weil ihr depressiv seid, bitte nicht mich angreifen. Das ist auch nicht die Lösung. Lorenzini Arcade. Komm, jetzt in der Spielhalle? Ne, Ausstellung, ne? Irgendwas mit Ausstellung. Hat doch unser Dad gesagt. Oh, hallo. Oh, wow. Der Controller war gerade voll laut. Weil der vibriert hat und der war teilweise auf meiner Tastatur. Peng! Hallo! Ach, ich hab wieder nicht anvisiert, ne? Aua! Nicht der Staubwedel! Ich bin doch gar nicht so dreckig. Warte, ich sehe nichts. Die Sonne ist gerade übelst heftig. Ja, warte. Warte. Ich muss mal heilen. Hi! Ja! Sonne ist ja gut. Ich weiß, heute ist irgendwie gutes Wetter. Ist ja schön und gut, aber ich sehe nichts. Ja, muss ich. Als ob ich jetzt das Rollo runter machen muss. Nur weil die Sonne. Ich sehe halt überhaupt nichts mehr. Bildschirm ist schwarz. Ich habe da irgendwas Blaues gerade gesehen. Irgendwas habe ich aufgesammelt. Ich muss mal ganz kurz. Ich bin gleich wieder da. So, ich sehe wieder was, Leute. Ich sehe wieder was. Oh, guck mal, wo ich bin. Okay, vielleicht übertreibe ich gerade. Also so schlimm war es jetzt auch wieder nicht, aber guck mal, da sehe ich doch einen Gegner. Ja. Never mind. Lorenzini Arcade. Komm ich aber nicht rein. Dann gehen wir hier oben lang. Komm ich auch nicht lang. Ja. Was ist mein Ziel? Vielleicht doch das Arcade? Kann ich doch vielleicht irgendwie? Ah, Türe öffnen. Einfach wieder der Motor. Kaufen. Was das Herz begehrt. Lorenzini Arcaden. Angriff. Angriff. Bitte den nächsten. Warte. Nein, warum bleibst du stehen, Gegner? Einfach, weil ich es kann. Einfach, weil ich komplett aufgeladen war. An Fabelkraft. Jetzt einfach mal gemacht. Es war ein mega starker Angriff. Oh, hallo. Ja, wer bist du denn? Bist du frisch aus, Sieht aus wie so eine Kreatur aus Resident Evil. Was hat der für ein kleiner Raum? Ach, das ist hier so eine Teestube, oder was? Weiß ich nicht. Alles so kaputt, du. Ja, hier kannst du Tee trinken. Warum nicht, ne? Ah, ja, ich mach's einfach. Einfach, weil's... Pass auf. Ne? Ich hoffe, ihr genießt das genauso wie ich. Ja, jetzt haben wir einen Stargazer. Das ist schön. Oh, gerade so ein bisschen. Oh ja. Oh. Ja. Ah. Yes. Gucken, wann wir da wieder von der anderen Seite rauskommen. Stargazer activated. Da hinten wartet ein Gegner sehnsüchtig auf uns. Oder wir gehen halt hier lang. Ich würde sagen, wir gehen erst hier lang. Ich glaube, da hinten geht es dann nach links. Dann können wir von der anderen Seite die Abkürzung. Aktiv, bist du groß. Na, guten Tag. Ja, warum denn gleich so aggressiv und so viel Schaden? Warte mal eben. Eine Sekunde. Ich versuche mal was. Hi-ya! Lol, das klappt halt. Einfach hinter dem Gegner gehen. Ich habe mir gedacht, der hat ungefähr die gleiche... Der steht wieder auf! Ich habe gedacht, der hat ungefähr die Größe wie der eine Gegner gehabt. Deswegen habe ich mir gedacht so... Ja komm, versuchen wir das mal, hinter den zu gehen, sodass der dann daneben angreift. Und dann hat geklappt. Ja, moinsen! Ja. Hehe. Jungs Magazin. Ah ja, das sollte ich auch mal wieder einsetzen. Boah, das war ja voll nice eigentlich.
Vor allem die Explosion hat so viel Schaden gemacht. Gib mal einen Gegner. Bitte? Bitte, bitte ein Gegner, bitte. Extra für mich, komm schon. Schlüssel für den ersten Stock der Lorenzini-Arkaden. Cool. Wir haben einen Schlüssel bekommen. Also ich muss sagen, so wie sich das Game jetzt entwickelt hat, ich muss sagen, das enjoy ich. Also, oh ja, und vor allem das hier. Also ich mag das, in der das Game so in die Richtung bleibt. So, weißt du, wie es jetzt aktuell ist. Das, macht Fun. Und ich glaube jetzt mit der neuen Legionswaffe. Ja, die ist cool. Neue Legionswaffe ist nice. Die ist wirklich schön. Ja. Die hätte ich auch vorhin beim Bosskampf öfter einsetzen können. Nein. Ich weiß nicht, ob ich auch Schaden dann kriege. Okay, die Legionswaffe, Falkenauge, die würde ich sogar verbessern. Ja, das mit dem Flammen... habe ich irgendwie nicht so gefühlt im Nachhinein. Und... Peng! Und... Wupp. Ja, das ist funny. Warte mal, wo sind wir denn jetzt? Ach, der Stock! Ach, der Schlüssel. Für den Stock. Nicht der Stock. Blutig. Oh, oh, den greife ich an. Ja. Da kommt noch einer. Was möchtest du? So, mal eben die Waffe reparieren. Hui. Metal. Okay, darüber können wir nicht. Wir können runter. Ja, ja. Direkt wieder auf mich werfen, ne? Können ja auch die Treppe nehmen, um nach unten zu kommen. Da ist er schon. Hast du nicht gedacht, ne? Na, wer seid ihr denn? Das sind ja Aliens. Yes! Genau so. Ah, hab ich's mir erhofft. Oh, Verfall. Gut, dass das nicht voll gewesen ist. Mal vorsichtig sein jetzt. Weil hier ist auch nochmal ein Gegner, der macht diese Würfe. Und wenn die einen treffen, wirst du auch verfallen. Die machen wir mal eben platt, ja? Oh, macht das viel Verfall. Ich habe keine Resi mehr. Stimmt. Ich habe keine Resi mehr. Für Verfall. Fällt mir gerade ein. Das haben wir rausgenommen. Sollten wir vielleicht mal wechseln. Wir brauchen Resi für Verfall. Aber hier ist gerade irgendwie ein Gegner auf mich gefokust. Wo ist der Schmetterling? Oh mein Gott, ist der stark. Der Schmetterling. Bitte mach ihn kaputt. Ja, danke. Ist er kaputt? Ja. Was haben wir bekommen? Halbmondstein. Ist das das, was wir brauchen? Ich glaube ja, ne? Okay, sehr gut. Da kommt immer noch der eine Gegner. Ich weiß nicht, was das für einer ist. Ich höre die ganze Zeit noch einen Gegner. Hört sich auch groß an. Aber der ist hier gar nicht, ne? Weil ich wollte die eine Seite hier eigentlich nochmal checken. Ich glaube, der ist über uns oder so. Ich wollte die Seite... Warte mal, kamen wir von hier? Ja, genau. Von da kamen wir. Aber hier wollte ich gucken. Huch. Mal kurz eine Millisekunde ein Standbild. Oh, da müssen wir hin. Wahrscheinlich eine Abkürzung. Oh, aber der Schmetterling. Uff. Ach, da unten bist du. Ja, ich habe doch gesagt... Nee. Pass auf, warte. Ich habe doch gesagt, wir wechseln mal eben. Wegen Verfall. Nee, das war das nicht. Das war das hier. Ja. Verfall. Wo haben wir es? Ist das Säure? Ach, da steht sogar. Sie verbessern die Widerständigkeit gegen Verfall. Das ist das, ne? Ja, das hier ist es. Das packen wir rein. Weil das ist gut gegen Verfall. Weil wir haben ja übelst viel Verfall gekriegt, ne? Ah, das ist der hier wieder. Ja, das Problemchen ist, wenn ich da den Boden berühre, erleide ich wahrscheinlich kontinuierlich Verfallsschaden, würde ich jetzt denken. Aber vielleicht können wir da wieder so eine Flamme so runterwerfen nachher. Das haben wir bisher eigentlich immer machen können, glaube ich. Deswegen warten wir bis dahin mal ab.
Das ist nämlich so meine Vermutung. Guck mal, ist hier irgendwo eine Flamme? Sehe ich jetzt aktuell noch nicht, aber vielleicht kommt das noch. Oh, du hast eine Menge HP. Hast du gerade meine Defense durchbrochen? Yo! Was war denn das für ein Ding? Der Teil war aber nicht unmotiviert. Das Ding war hochmotiviert, mich zu zerfetzen. Aber das wäre wahrscheinlich die Abkürzung, ne? Egal, wir rennen doch mal eben ganz schnell wieder hin, wenn ich weiß, wo das war. Wo war das jetzt? Ich glaube hier rechts direkt. War das hier? Ne, das war... Ah, ja. Genau, das war das. Warte mal, hä? Das war hier hinten, ne? Und dann rechts. Gar nicht jetzt großartig gegen die Gegner kämpfen. Wir gehen da jetzt dran vorbei. Guten Tag, guten Tag. Genau, hier war das. Jetzt kriegen wir weniger Verfall, ja, ja. Oh, da hinten ist unser Zeug, ne? Oh, das ist auf der anderen Seite. Wait, what? Warum ist denn das auf der anderen Seite? What? Ich glaube, dem geht's nicht gut. Wie kommen wir denn da hin? Ach, noch. Ach, ach, woher kommt ihr denn alle? Oh. Ja, wartet. Oh, sind das eine Menge. Ich wäre ja auch eigentlich durchgelaufen, wenn jetzt meine Ergo nicht auf der anderen Seite lag. Muss ich jetzt einmal hier links laufen? Kommen wir da lang? Komme ich denn zu meinem Ergo? Ist jetzt wirklich hier links? Dann wäre es ja nicht so schlimm. Ja, das ist ja zugeschlossen. Warte mal. Ja, aber hier war ja kein Weg. Nee, hier geht's nicht weiter. Ja. Jo. Warum triffst du denn nicht? Ich fall gleich wieder um. Warum triffst du denn nie, wenn ich blocke? Was ist das denn? Wenn ich mich immer vorbereite für einen Block, ne, dann treffen die Gegner einfach nie. Das gibt's doch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da zu meinem Ergo komme, ne? Weiß ich jetzt nicht, aber die Gegner müssen wir mal eben platt machen. Was war das denn, hä? Wie ging mein Angriff jetzt da durch? Wie hat das denn jetzt funktioniert? Hoho. Ach komm, ach komm, ach komm, ach, ach komm, das kann doch nicht dein Ernst sein. Als ob ich hier wieder gegenhau. Oh, das ist ja ekelhaft. Egal, egal. Wie komme ich denn da hin? Ey, ich will mein Zeug wieder haben. Ach, und jetzt fängt der auch noch an zu werfen. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass hier gleich Gegner von oben runterkommen. Oh, nö. Ja, ich habe ihn getroffen. Oder kommen die diesmal nicht? Okay, den haben wir gut besiegt. Wo sind wir eigentlich? Warum sind wir draufgegangen? Hier hinten, ne? War das, glaube ich. Ne, hier. Sind wir hier draufgegangen? Ne, wir sind weitergelaufen, ne? Stimmt. Wir müssen auch mal durch, weil irgendwie müssen wir uns die neuen Wege eröffnen. Ich glaube, wir waren schon fast eigentlich auf der anderen Seite. Deswegen ist unser Ergo auch da. Ich glaube, weil wir halt schon fast da waren eigentlich. Nur wir wurden ganz, ganz blöd gekillt. Mal gucken, ob wir diesmal weniger Probleme gegen sie haben. Die hat mir ja eine Combo gegeben. Hat die unsere Death auch noch irgendwie geblockt? Wo bist du? Die kam doch von hier oben, ja. Ich habe einfach jetzt den Blockangriff gemacht, also LBY. Ach, wir waren halt wirklich auf der anderen Seite. Oh, aber das war irgendwie nicht das, was ich erhofft habe. Müssen wir unten durch? Wir müssen unten lang. Wir müssen wirklich... Oder ist das zum Aufziehen?
müssen unten lang. Durch die Grütze. Weil ich sehe jetzt gerade keinen anderen Weg. Wir müssen echt hier unten lang. Oha. Wir haben aber unseren Superangriff bereit. Zeig mal bitte. Kriegen wir Verfall? Ach, wir kriegen hier unten gar keinen. Ah. Wir kriegen hier unten gar keinen Verfall. Oh. Boah, das war heftig. Warte mal, ich hab Falkenauge ready. Ich hab Falkenauge. Falkenauge, let's go. Und direkt nochmal gleich. Oh, der wurde nicht gestunt. Macht nicht so viel Schaden, oder? Es, oh. Yes. Ich nehme das zurück. Ich glaube, dank unserer... Oh, wir haben Rahmen bekommen. Ich glaube, dank unserem Falkenauge wurde der halt gerade paralysiert. Also, ne, hier gelähmt. Halt, ne? Weißer Lebensbalken. Ihr wisst, was ich meine. Aber wir haben Rahmen bekommen. Ui. Plus 4, das ist gut. Aber auch wieder Gewicht, ne? Cool. Ah, wir bekommen hier unten gar keinen Schaden. Das ist Wein. Ach, das ist Wein. Oh oh, hier stehen doch gleich Gegner auf. Oder? Das kenne ich aus Resident Evil. Da bist du auch im Weinkeller gewesen und auf einmal tauchen da auf einmal betrunkene Gegner. Oh, aus dem Wein heraus. Also ich gehe mal davon aus, dass die drunken waren. Konzert des Monat Wohlfahrts irgendwas. Guten Tag. Ey. Abkürzung. Abkürzung. Nee, gar nicht wahr. Was brauchen wir? Kannst du mir nochmal zeigen? Ne? Arkaden-Untergrundpassage, okay. Aber noch keine Abkürzung? Ja doch, die kommt jetzt hier links oder rechts. Oh. Aha. Geheim... Ach, Jimmys eiserner Schutz. Hilfe. Oh ja. Ah, überall habe ich nur immer die andere Seite. Verfall. Ja, der kommt jetzt. Kommt jetzt Abkürzung. Also irgendwas muss jetzt kommen. Hallöchen, großer. Jo. Das gibt's doch nicht. Immer nur die andere Seite. Dunkelmondstein, aber da brauchen wir nicht mehr. Ich werde jetzt erstmal hier durchlaufen. Ich lasse euch beide erst einmal in Ruhe, weil ich will erstmal ein Safe jetzt haben. Irgendwo muss ich doch jetzt... Hier. Ja, komm mal bitte raus da, genau. Muss mal, irgendwo muss es doch jetzt irgendwas geben. Wir sind jetzt schon so weit gelaufen, finde ich. Irgendwo hier. Ja, 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 ja. Yes, mach auf. Und dann können wir immer noch runter, zurückgehen und die zwei Großen besiegen. Komm bitte. Wo sind wir? Yes, yes, yes. Sehr schön. Das habe ich mir erhofft. Müssen wir zurück? 13.000, ja, ne? Ich wollte... Ja, doch, wir gehen mal eben zurück. Zumindest die Sachen ausgeben. Und ich glaube, wir können einmal unsere Waffe upgraden. Wir hatten den Halbmondstein bekommen, ne? Oder brauchen wir einen Vollmondstein? Weil durch diesen goldenen oder gelben Schmetterling. Ich hoffe, das war der. Dann können wir unsere Waffe auf plus 4 machen. Komm schon. Nee, voll, ist halt echt Vollmondstein. Wir haben aber Halbmondstein gekriegt. Ja, Dunkelmondstein haben wir auch nochmal eingekriegt. Aber hierfür brauchen wir Vollmondstein. Okay, okay. Griff ändern, ja, weiß ich nicht. Sag ich mal, geht das bei dem? Das geht. Wenn wir Entschlossenheit nehmen eigentlich, weil Entschlossenheit haben wir viel.
Aber Technik ist dann C. Fortschritt. Fortschritt? Fortschritt wird einfach D geben. Boah, ich weiß es jetzt nicht. Da müsste ich mich eigentlich eher mal informieren oder einfach mal ausprobieren. Wir können es ja, können wir es rückgängig machen? Geht schlecht, ne? Bin mir gerade nicht sicher. Ich will unsere schöne, ich finde die Waffe halt toll. Ich will die jetzt nicht vermurksen, indem ich Technik auf einmal auf D ziehe. Da fehlt mir ein bisschen das Detail. Was genau ist damit gemeint? Weil ich sehe, physischer Angriff wird höher. Um 15. Hier halt weniger. Boah, da bin ich mir einfach zu unsicher mit den Griffen, ne? Mit den Kurbeln. So, sonst gehen wir jetzt einfach zu Sophia. Wo? Was ist denn hier? Ey, wo ist er hin? Am Schalter hinterlassen Notiz. Ich möchte dir etwas sagen, Geppettos Puppe. Bitte komm in den Hotelgarten auf dem Weg zum Elysion Boulevard. Okay, ich weiß, wo das ist. Können wir machen. Das ist hier. Glaube ich. Ja, da ist er. Musst du mir was sagen? Welcome, good sir. At last, we speak frank. I have something to confess. Something involving your... I don't know exactly why, and we need not dwell on the details. I adore Lady Antonia. I have no intention of putting myself forward, of course. However, thus, I need your unique perspective. Can a puppet and a human fall in love? Ich würde sagen, ja. Ach so, den Ehering zeigen. Oh. Okay, cool. Oh. It exists indeed. I fear even trying to pursue such a splendid happiness. I have no intention of telling her, of course. It wouldn't be proper to, if I may be frank. This is better than I dared hope. Eve, thank you. It was wise to confide in you. Oh. Ergo-Geflüster. No matter what fate brings us, serving her is my duty. Welcome to Hotel. Ah, ich kann trotzdem noch bei dem kaufen. Okay. Der Apfel. Den muss ich irgendwann mal kaufen. Ist doch sicher voll gut. Wahrscheinlich esse ich den Kipp dann direkt um. Ja. Steht da draußen im Regen. Oh, zweimal. Ja, Gewicht einmal? Max Ladung vor allem. Finde ich jetzt, finde ich, lohnt sich jetzt doppelt. Weil das mit dem Schießen ist cool. Würde ich sogar nochmal. Haben wir noch mehr Ladung. Aber ich würde einmal auf HP noch gehen. Ja. Ja, ja. Das passt. Und Ladung hat sich schon wieder erhöht. Fein. Fein, fein. Mal kurz auf die Uhr schauen. Ja, komm, machen wir erstmal Ende. Machen wir jetzt erstmal Ende, okay? Machen wir. Passt. Ja, komm. Sagen wir mal bis zum nächsten Mal, ne? Also bis zum nächsten Part von Lies of P. Vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein bisher. Und ich hoffe, wir werden noch genauso viel Fun haben in den nächsten Parts. Ne? Und bis dahin, alles Gute. Tschö mit Ö. Ciao mit V und bye bye.